Bevor das Video startet, Jungs und Mädels, ich würde mich riesig über die 1000 Däumchen freuen. Ich saß hier, keine Ahnung, ich saß tagelang da, hab Sticker sortiert. Das Ganze heute im Hardcover-Album. Wir kleben alle Sticker ein. Das heißt, in diesem Video seht ihr alle Sticker, die es in dem WM 2022 Sticker-Heft gibt. Ich hab Bock, wir gehen rein. Let's go! Damit wünsche ich euch recht herzlich willkommen. Willkommen hier zu einem weiteren Video auf meinem Kanal. Als erstes, ich hatte die ganzen Fragen in den letzten Wochen nicht ignoriert. Ich habe es immer wieder gelesen. Dennis, Hardcover ist draußen, Hardcover ist draußen. Und ich hatte die ganze Zeit dieses Video im Hinterkopf. Ich hatte die ganze Zeit dieses Video in Planung. Aber es hat ein bisschen gedauert, den Komplettsatz zu sortieren. Ich habe alle Sticker, die ich da habe, sortiert. In solchen Kästen, sage ich mal, einsortiert. Und ich glaube, wir könnten... einen zweiten Komplettsatz habe ich noch nicht, das kann ich euch sagen. Ich habe ja noch mein eigenes privates Softcover-Album, wo ich schon die Mappen-Updates gemacht habe. Ich habe das Let's Collect-Album und jetzt hier auch mein erstes Hardcover-Album. Wir werden aber auch noch Let's Collect Hardcover machen und es wird noch andere Let's Collects geben. Also ihr seid drauf gespannt. Ich habe da noch einiges in Planung und die WM hat ja noch nicht mal begonnen. Es dauert ja immer noch 2 Monate, bis die WM überhaupt beginnt. Und wir machen heute das Heft voll. Wir machen heute das Heft voll und jetzt darf ich es nicht fallen lassen. Das ist der ganze Stapel. Das ist der Komplettsatz, sortiert nach Mannschaften, alles picobello. Und wir gehen rein und das Hardcover ist halt, Leute, also wer das Hardcover sich nicht holt, weiß ich auch nicht. Ich wollte ein, zwei Softcover haben, weil man am Anfang nur die Softcover hatte. Aber wenn ihr jetzt sowieso erst anfangt mit den Panini-Stickern, holt euch das Hardcover. Holt euch das Hardcover, wenn ihr das nicht findet, dann bestellt es ganz easy peasy über den Online-Shop. Über den Panini Online-Shop habe ich euch unten in der Videobeschreibung verlinkt. Ich habe euch das DFB-Bundle verlinkt, da bekommt ihr die deutschen Sticker, die limitierten deutschen Sticker mit nummerierten Stickern. Ihr bekommt eine 120er-Box mit extra Stickern und ihr bekommt auch das Hardcover oben drauf. Und das lohnt sich aus meiner Sicht mega mäßig. Also checkt gerne den Panini Online-Shop aus und wir gehen rein. Und das wird jetzt auch ein bisschen dauern, das komplette Heft hier voll zu kleben. Ihr seht es schon, wie lange das Ganze dauert. Ich sehe es noch nicht, weil ich sitze ja gerade erst hier. Und ich will jeden Sticker so akkurat einkleben, wie es halt mir gelingt. Wir machen weiter mit dem regulären Sticker Nummer 1. Das ist das FIFA-Logo. Mal gucken, ob man beim Hardcover auch ein bisschen wieder korrigieren kann, sage ich mal. Dann haben wir den WM-Pokal. Zack. Da müssen wir jetzt vorsichtig sein, weil... könnte gut aussehen. Könnte gut aussehen. Huch. Ja, die erste Seite ist immer ein bisschen blöd, weil halt so... Das Ganze muss man halt so knicken hier. Das wird bei den Mannschaften jetzt einfacher dann. Oh, guck mal, Mashallah. Der goldene Rand ist halt kacke, ne? Weil der goldene Rand bei dem oberen Sticker besser gedruckt oder besser ausgeschnitten worden ist. Aber man erkennt eigentlich gar nicht, dass es 2 Sticker sind. Außer halt der Rand hier. Aber das liegt nicht daran, dass ich blöd eingeklebt habe. Sondern das liegt daran, dass ich einfach, dass der Sticker blöd produziert worden ist. So, dann haben wir das Maskottchen. Das lässt sich da oben schon deutlich einfacher einkleben. Aber auch hier haben wir den goldenen Rand. Sieht aber, ja, sieht deutlich besser aus als das, als der Pokal. Und dann noch der letzte in dem Bunde ist das Katar-Logo. Und dann glaube ich, geht es ja auch jetzt nächste Woche mit der, nee, doch nächste Woche Nations League, ne? Nations League, die letzten Testspiele für die deutsche Nationalmannschaft, bevor es dann im November, Ende November reingeht in die Weltmeisterschaft. Ich freue mich schon megamäßig drauf. Und hier auch nochmal der Hinweis, ich würde mich noch mehr freuen, wenn die Weltmeisterschaft in England, Spanien oder sonst wo wäre und nicht in Katar. Aber sie ist halt jetzt nun mal in Katar. Jetzt muss ich auch vorsichtig sein, ne? Darf man jetzt hier so, zack. Ne, das ist dann nicht mehr. Nur die ersten Seiten sind so, weil halt, ne, irgendwo muss das Heft ja festgedruckt werden oder festgeklebt werden.
So, dann sind wir bei den ganzen Stadien. Und als erstes das Ahmed bin Ali Stadium. Dann die Nummer 9 mit dem Al-Janoub. Zack. Ich nehme mir mal direkt alle hier. So, bis zum Katar Mannschaftsfoto. Ich glaube es selber nicht. Ich denke, ich werde hier locker eine Stunde, mindestens eine Stunde sitzen. Aber ich hoffe, dass ihr auch dabei seid und mir dabei zuschaut, beziehungsweise da nebenbei Fallgeist zockt, FIFA zockt oder sonst was. Das höre ich von vielen, dass sie meine Videos schauen, so als, keine Ahnung, als nebenbei laufendes Video. Und ja, nebenbei zockt man halt aktiv irgendwie PlayStation oder so. Feier ich. Könnt ihr sehr gerne immer die Videos laufen lassen von mir. So. Sticker Nummer 13. Zack, wahrscheinlich klebe ich wieder Mexiko bei Saudi-Arabien ein. 14. Al-Bayt Stadium. Das Eröffnungsspiel. Opening Match. Einmal von außen und einmal von innen. Das Al-Bayt Stadium und das Final Match Stadium mit 80.000 Plätzen. Lusail Stadium. Das ist doch ein schöner Anblick hier, oder? Sowas sehe ich gerne. Ein volles Album. Schmeckt. Und dann haben wir noch den offiziellen Spielball. Al-Rila. Und ist jetzt auch dabei. Jawohl, Leute. Schöner Anblick. Und dann geht es rein in die ersten Mannschaften. Nämlich als erstes Katar. Weil logischerweise Heimmannschaft und da startet natürlich das auch, ja, das Mannschaftsfoto. Das Mannschaftsfoto sehen wir ja jetzt 32 Mal, also nicht das Katar-Mannschaftsfoto, aber wir sehen allgemein Mannschaftsfotos 32 Mal. Wir sehen allgemein 32 Logos, weil wir alle Mannschaften, alle Sticker von ganz vorn bis ganz nach hinten hier einkleben. Man mag es kaum glauben, aber es ist so. Zack. Na, komm ran auf den Meter. Der möchte nicht ab. Bacham wollte nicht ab. Bacham ist aber drin. Da muss ich mir auch selber mal, ich weiß, Eigenlob stinkt, aber die Sticker sind alle so perfekt drin. Guckt euch das an hier. Als hätte man die Sticker reingedruckt. So ein Panini-Profi bin ich. Zack. Also ich kontrolliere jetzt. Das muss ich vielleicht noch machen hier. Kontrollieren, ob die Sticker wirklich richtig drin sind. Es kann auch sein, dass ich mal falsch sortiert habe oder so. Hier. Aber lasst uns gern mal über die Favoriten schnacken. Ich sage, Deutschland hat gute Chancen. Deutschland hat eine gute Truppe. Deutschland hat einen super Trainer, mit dem man Weltmeister werden kann. Ob es in diesem Jahr schon klappt, weiß ich nicht. Ansonsten glaube ich, hat auch Argentinien eine gute Chance. Brasilien sehe ich auch sehr weit vorne bei dieser WM 2022. Pedro Miguel. Das war jetzt der erste, den ich nicht so ganz akkurat. Wir können ja bei Miguel mal ganz kurz probieren. Tarik Salman. Wir können ja bei Miguel mal kurz probieren. Anders, guck mal, anders wie beim Softcover, ihr könnt die Sticker rausreißen. Zwar auch vorsichtig, aber deutlich einfacher. Ihr seht es, deutlich einfacher als beim Softcover. Softcover war kritisch. Softcover war ein kritischer Hase. Budiaf. Kata 12. Zock. So, dann Hatem. Und dann ist auch die erste Mannschaft von 32 gleich voll.
Ich glaube, wir müssen noch so mal so Powerrunden machen. Wisst ihr, was ich meine? Dass ich jetzt nicht die ganze Zeit da sitze und rede, sondern dass ich einklebe, ein minimales Zeitraffer daraus schneide. Abdurisak, aber jetzt in Katar wollte ich mit euch mal, dass wir nicht alle Mannschaften komplett und ich laber nebenbei. Wisst ihr, was ich meine? Sondern es gibt jetzt gleich Musik, zack, und dann klebe ich Ecuador, Senegal, Niederlande ein. Und dann zeige ich euch das komplette Bild quasi dann nochmal. Ich glaube, das testen wir jetzt gleich mal aus nach Katar. Das heißt, die Zeit, wie lange das Video geht, wurde jetzt manipuliert durch die Zeitrafferaufnahmen, die jetzt gleich folgen vom Cutter. Cutter, Grüße genauso an dich. Falls ihr euch fragt, wer der Cutter ist, der sitzt gerade vor euch. Ich habe nämlich keinen Cutter, ich mache das selber. So, 19, Almus Ali. Ja, das ist auch ein schöner Anblick hier. Das ist doch aber ein schöner Anblick, wenn die Seiten zu 100% vollständig sind, ne? Mohamed Muntari ist der Letzte und guckt euch dieses... Ja, einfach geil, oder? Einfach geil. Sehr nice. Und wir kleben jetzt Ecuador, Senegal und Niederlande ein. Daniel Malen ist drin. Niederlande. Komplett, Leute, es macht brutal. Es macht so brutal Bock, ne? Wenn man weiß, man geht einfach durch und man hat keine Lücke dazwischen. Senegal, Ecuador, alle drin. Ich bin ja Sadio. Mia San Mia. Die Niederlande. Niederlande, ehrlicherweise, wenn man den Kader hier so sieht, darf man auch die Niederlande nicht so wirklich unterschätzen. Van Dijk, De Ligt. Vorne mit einem Depay, Gakpo, mit einem Daniel Malen, Gravenberch, Frankie de Jong im Mittelfeld. Also sind schon nicht verkehrt unterwegs. Wer genauso nicht verkehrt unterwegs ist, sind die Engländer. Die Engländer in der Gruppe B. Zack. Also immer wieder werde ich Mannschaften hier mit einbauen. Jetzt Gruppe B, England. Ich denke, wir machen immer die erste Mannschaft. Oder bei den Deutschen machen wir natürlich, also wir kleben die Deutschen safe gemeinsam ein. Bei den anderen so, also nach den Engländern mache ich euch wieder eine Zeitraffer von Iran bis zu Wales, würde ich sagen. Ich denke, das ist ein schöner, bunter Mix dann. Aaron Ramsdale. Zack. Und bis jetzt habe ich auch noch keinen Sticker eingeklebt, wo ich sage, boah, der ist jetzt sowas von schräg drin. Das nervt mich. Man kann auch nochmal, die Sticker hatte ich am Anfang gezeigt, sogar nochmal relativ gut rausreißen hier im Hardcover. Also das Material ist irgendwie was anderes, finde ich. Also muss was anderes sein, weil beim Softcover ist es nicht so. Von der Cody, weil wenn wir bei Let's Collect Sticker rausreißen wollten, eigentlich keine Chance. Ansonsten geht man die Gefahr, dass das ganze Heft kaputt ist. Oder man reißt die Seite komplett raus oder so. Das ist hier beim Hardcover safe nicht. Luke Shaw, John Stone, Skywalker und dann geht's rein zu den Mittelfeldspielern. Nämlich zu, ihr seht ihn schon, Jude Bellingham. Mal gucken, ob er Stamm spielen wird oder ob der auf der Bank starten wird, weil Mittelfeld ist bei den Engländern komplett eigentlich.
von vorne bis hinten eine super Mannschaft. Der Jack. Dann Henderson, Mount, Phillips, Declan Rice. Die nächste Reihe. Zack. Calvin Phillips. Und dann haben wir noch die, ja, auf dem Papier her Angreifer. Phil Foden, Harry Kane, Saka und Sterling. Dann sind auch hier die Engländer komplett. Aber ist ja klar, ne? Wenn ich sage, ich klebe alles Ding ein, dann wird hier, Leute, es wird keine Lücke da sein. Es ist hier heute alles von vorne bis hinten zu 100% vollständig. Das erste Heft, was ich vollständig habe, dann übrigens. Alter Vater, das wäre fast schief gegangen. Stell dir mal vor, ich hätte da mit Mason Mount rausgerissen. Saka und Sterling. Drin und Raheem! Und somit die Engländer komplett. Iran, USA und Wales werde ich jetzt hier auf ganz entspannter Basis einkleben. Nach der Gruppe D, also ich werde jetzt dann wieder, ich werde Australien, Dänemark, Tunesien wieder quasi im Zeitraffer einkleben. Mache ich für mich erstmal eine kleine Pause, weil ich merke, dass so die Genauigkeit ein bisschen nachlässt. Ich sitze hier seit, ich weiß nicht, wie lange das Video geht. Das Video wird wesentlich kürzer gehen als die Länge, die ich hier gerade sitze. Aber ich sitze gerade seit 50 Minuten da und klebe Sticker einfach ein. Ich klebe Sticker ein, jetzt brauche ich einfach mal ein paar Minuten Pause dann. Ansonsten wird es hier kreuz und quer, glaube ich. Und ich möchte ja alle meine Sticker zu 100% geil drin haben. Ein, zweimal hatte ich jetzt auch korrigiert. Ich glaube, bei Iran, Saudi-Arabien hatte ich korrigiert, weil ich da ja ein bisschen daneben war, sage ich mal. Deswegen, für euch sind es 3 Sekunden Pause. Es gibt einen kleinen Switch und zack, dann bin ich wieder da. Aber für mich ist es vielleicht so 10, 15 Minuten Pause oder so. Jules Koundé. Aber es ist brutal geil. Es ist brutal geil, wenn man hier immer eine Mannschaft voll klebt und dann ist einfach die Seite, das ist einfach geil. Panini ist einfach Liebe. Benji Pavard. Rein mit dir. Varane kommt sogar hier noch auf die zweite Seite. Rafa Varane. Und dann würde ich sagen, hello my girls and boys, it's match day. N'Golo Kanté. Kanté wollte zuerst nicht ab. Er wollte nicht vom Steger runter. Der Frechdachs. Dann war Paule in der Gruppe D. Ist es auch relativ schwer einzuschätzen. Ich sag Frankreich ganz klar 1, aber danach Australien könnte 2 werden.
Dänemark könnte auf die 2 kommen. Tunesien könnte auch auf die 2 kommen. Also ich finde, da ist es sehr schwer einzuschätzen, was da passiert mit dem Gruppenzweiten. So, Chouameni, auch ein brutal geiler Sticker. Der erste WM-Sticker von ihm. Der auch relativ schwer rauskommt nochmal, aber der muss hier nochmal angepasst werden. Damit bin ich zufrieden und Rabiot könnte man theoretisch... Oha. Ja, weil ich ein bisschen Zeit gelassen habe, ne? Hätte ich ihn direkt rausgerissen, wäre es besser gewesen. Ja, so ist auch besser. Zack, wunderbar. Dann Wissam Ben Yedder. Karim Benzema. Natürlich haben wir auch die... Jetzt geht es erst richtig los. Man weiß gar nicht, wer da bei Frankreich vorne spielt. Benzema. Kingsley Coman. Kingsley Coman habe ich zweimal sortiert, warum auch immer. Kingsley Coman, Antoine Griezmann, Kylian Mbappé, Christophe Nkunku. So viele Offensivspieler kann man gar nicht einsetzen, was Frankreich da hat. Also wenn Frankreich auswechselt in der 60. dann kommen ja gefühlt noch mal bessere rein, als von Anfang an spielen gefühlt so. Kylian, da ist er. Kylian Mbappé. Der Besitzer von PSG. Zack, und Christophe Nkunku ist der letzte Sticker von den Franzosen. Zack. So, dann mache ich hier den ganzen Stickerstapel weg. Und dann klebe ich Australien, Dänemark, Tunesien ein. So, nach einer kurzen Pause, Gruppe D auch komplett. Tunesien, Dänemark, Australien und natürlich die Franzosen, die wir ja sowieso gemeinsam eingeklebt haben. Jetzt überspringen wir hier die Hälfte. Also wir sind jetzt genau bei der Hälfte, Halbzeit. Und wir kleben jetzt Spanien. Ne, wir kleben die ganze Gruppe mal ein. Also nicht, wir kleben Deutschland, wir kleben Spanien, Costa Rica und Deutschland gemeinsam ein. Was kommt nach der Gruppe E? Belgien. Und ballern dann Gruppe F mit, also Japan und Gruppe F komplett als Zeitraffer durch. Jetzt mal ein bisschen anders, weil andere Konstellation. Deutschland ist mit dabei. Und Deutschland will ich safe mit euch gemeinsam einkleben. Und das heißt, wir werden auch Costa Rica, auch wenn man Costa Rica jetzt nichts Besonderes, also Gruppe E muss Deutschland, also wäre geil, wenn Deutschland Erster wird. Aber ich denke mal, bei Gruppe E ist es klar, Deutschland, Spanien, 1 und 2, wenn da jetzt nicht irgendwie was passieren sollte, wie bei einer anderen WM. Ich will ja keine Mannschaft schief angucken. So, Robert Sanchez. Ja, die Spanier auch ein super, super Kader. Und auch Spanien könnte ich mir ehrlicherweise auch vorstellen. Ich finde bloß so ein richtiger... Also Spanien Abwehr top, Mittelfeld mega mit Gavi, Petri und Co. Aber im Sturm fehlt einer, wo ich sage, boah, der ist so ein richtiger Neuner, wie es David Villa war, wie es ein Fernando Torres war. Ist dir so einer fehlt? Ein Alvaro Morata, ja toll. Ist zwar auch nicht verkehrt, aber den mit Fernando Torres oder so zu vergleichen, ist schon eher ein Witz. Ein Witz aller.
So, Laporte. Ja, ich wollte gerade sagen, die Sticker sitzen doch wieder. Die Sticker sitzen doch wieder alle zu 100% akkurat. Und zack, hau ich Laporte ein bisschen daneben. So, Pau Torres. Gabi habe ich übrigens. Einen habe ich mir safe schon weggepackt für einen Toploader. Kann ich euch zeigen, ja. Den guten Gabi. Weil es halt einfach sein erster WM-Sticker ist. Aber natürlich gehört der auch ins Stickerheft, ist klar. Der gehört auch ins Stickerheft, weil ich möchte ja die Alben voll haben und nicht nur Gabi als einzige Lücke da haben. So, da gehört er hin. Da gehört er hin. Koke. Er ist einfach 2004 geboren, Gabi, ne? Das ist... Wenn ich mir überlege, ich bin 96er Jahrgang. Geisteskrank. Geisteskrank. Markus... Was ist mit Spanien los hier? Drei kleine Spanier. Jetzt ist er drin. Ordentlich. Pedri. Dann Rodri, Busquets, Olmo, Ansu Fati. Ansu Fati. Ja, da haben wir ja auch eine kleine Geschichte. Diejenigen, die meinen Kanal sowieso verfolgen, wissen, was ich meine. Ich hatte den einmal so verdonnert, dann habe ich den rausgerissen und dann hat er nicht mehr geklebt. Oder irgendwie so war das doch, ne? Das war bei Let's Collect und deswegen fehlt er jetzt immer noch bei Let's Collect. Weil ich ihn jetzt auch nicht nochmal gezogen habe. Das war richtig belastend. Dani Olmo, komm rein, Junge. Komm ran auf den Meter. Also was Spanien im Mittelfeld schon zu bieten hat, ist brutal. Safe. Ansu Fati ist jetzt auch ein guter Flügelspieler, aber es fehlt halt so einfach der Neuner, der die Dinger vorne knipst. Ein Knipser fehlt. Ein Knipser. Oh, der wäre komplett schief gegangen. Der sieht gut aus. Ferran Torres, Morata und Sarabia sind die letzten drei Spanier. Und dann Costa Rica und Deutschland. Zack. Und zack, wer kommt denn eigentlich danach denn noch alles? Die nächste Gruppe wollte ich ja dann komplett als Dings, ne? So Zeitraffer-mäßig. Ihr seht natürlich trotzdem alles. Ich zeige ja dann nach dem Zeitraffer, zeige ich ja trotzdem nochmal alle Mannschaften. Gruppe F. Oh ja, hier Brasilien müssen wir safe machen. Dann mache ich Serbien, Schweiz, Kamerun, so wie am Anfang. Und Portugal machen wir dann auch. Und dann Ghana, Uruguay, Korea, Zeitraffer. Und die letzten Sticker, die Timeline machen wir dann auch quasi als Zeitraffer. Das ist doch ein schöner Plan. Das ist doch ein wunderschöner Plan, den wir jetzt hier zusammen geschmieden haben. Geschmieden haben? Den wir zusammen erstellt haben. Costa Rica. So, jetzt ist die 20 hier weggerutscht. Johan Venegas, deswegen klebe ich mal die 20 hier schon ein. Auch hier mal ein bisschen anders gemacht. Zack, dann Keylor Navas und Moreira. Zack, und da ist Lionel. Lionel Moreira. Dann Ricardo Blanco, aber Costa Rica... Keine Ahnung, kenne ich da überhaupt einen Joel Campbell? Ja, den, ja. Dann natürlich Keylor Navas. Aber dann hört es auch schon wieder aufgefüllt, ne? Oder gibt es hier noch jemanden? Celso Borges? Borges sagt mir auch irgendwas. Calvo? Die Vereine stehen ja auf den Stickern nicht drauf. Hat den Vorteil, dass Panini dann, ne, wegen... Die WM ist ja im Winter. Da war die Sommerpause zwischen. Die Sticker müssen ja vorproduziert werden. Die wurden wahrscheinlich schon irgendwie Ende des Sommers gedruckt alle. Und deswegen stehen da die Vereine nicht drauf. Was ja auch auf, ne, Sinn macht. Wäre geil, wenn sie draufstehen würden. Aber macht auch Sinn, die nicht draufzuschreiben. Weil dann umgeht man, dass Keylor Navas noch wechselt zu AC Milan. Oder gewechselt ist. Beziehungsweise er ist nicht gewechselt, aber wisst ihr, also nur ein Beispiel. Ich habe euch nur ein Beispiel genannt. So, Vargas ist drin.
machen. Worsten. Borges, doch, den kenne ich irgendwo. Aber wo der jetzt spielt, bin ich leider überfragt. Aber das Gesicht sagt mir was, Borges sagt mir was. Also ein paar kennt man doch von Costa Rica. Und wenn nicht, lernt man die anderen während der WM kennen. Vielleicht gibt es ja wieder die ein oder andere Überraschung. So eine WM ist ja auch immer... Brian Ruiz kennt man auch, aber so eine WM ist ja auch immer eine Plattform quasi für alle Spieler, sich zu präsentieren. Alle Spieler sind ja auf dem Präsentierteller und da wird es sicherlich, den ein oder anderen Spieler geben, der diese Chance nutzen wird. Und vielleicht ist es hier ein Benette, Jerryson Benet, Costa Rica, 2004er Jahrgang. Petri, Gavi-Jahrgang. Joel Campbell und dann haben wir auch Costa Rica komplett und sind bei der deutschen Nationalmannschaft. Sagt die, wir haben wir die deutsche Nationalmannschaft schon mal eingeklebt? Ich weiß, dass mein TikTok viral gegangen ist, wo ich die deutsche Nationalmannschaft eingeklebt habe. Ich glaube 200.000 Aufrufe oder so. Innerhalb von ein paar Tagen. So, Deutschland. Deutschland muss mindestens Zweiter werden. Ansonsten sind viele Deutsche gebrochen. Aber ich denke, mit Hansi wird das schon klappen. K.O.-Runde muss. Man kann nicht gegen Costa Rica, Japan rausfliegen. Auch wenn ich Japan jetzt nicht unterschätzen möchte. Japan ist, glaube ich, na... kann gefährlich werden. So, Ter Stegen. Dann haben wir Matze Ginter. Und ja, ich frage mich auch, wo ein paar gewisse Spieler sind. Aber das wird ja sicherlich dann mit dem Update-Set quasi ausgeglichen. Das Update-Set wird es safe geben, weil... ne? Update-Set muss einen Jamal Musiala rein, muss einen Nico Schlotterbeck rein. Also die safe beide. Und sicherlich habe ich bei meiner Aufzählung jetzt noch den einen oder anderen vergessen. Aber mich freut es enorm für einen Spieler, den wir auch einkleben werden, nämlich 10 Sticker später. Auf der 18 kommt er hin und jetzt könnt ihr schon sehen, wen ich meine. Und ich hoffe, bis zur WM bleibt auch alles gut. So, Toni Rüdiger, dann Niklas Sylinho. Dann noch Goretzka, Günni, Kai Havertz. Und dann die Angreifer. Also Kimmich noch dazwischen und dann ab Serge Gnabry kommen die Stürmer. So, Kai Abi. Jonas Hofmann, das war ja auch eine Überraschung, aber hat halt gut gespielt, hat sich verdient und hat bei der deutschen Nationalmannschaft dann auch super Spiele gemacht. Ehrlicherweise. Zack. Thomas, Marco, Leroy und Timo sind die letzten. Zack, und da ist er. Marco Reus, für ihn freue ich mich. Und ich hoffe, es wird seine WM. Stell dir mal vor, letzte WM so, Marco Reus, und dann kriegt er nochmal den WM-Titel. Das wäre brutal geil. Und Timo ist der letzte im Sticker. Sieht das nicht schön aus? Sieht das nicht schön aus? Und wir kleben jetzt Japan, Belgien, Kanada, Marokko, Kroatien ein. Das ist der Fahrplan. Abfahrt. Let's go.
Tomsic. Kroatien komplett. Heidewitzka, Tunesien, also Gruppe F, sage ich ehrlich. Könnte es auch passieren, dass Belgien rausfliegt. Obwohl Belgien einen überragenden Kader hat, müssen wir uns nicht drüber streiten. Japan hier auch komplett. Aber Kanada traue ich einiges zu. Marokko ist auch nicht verkehrt. Und Kroatien, also es ist eine sehr ausgeglichene, aus meiner Sicht sehr ausgeglichene Gruppe. Wo es nicht, obwohl, doch die Gruppe ist eigentlich auch, bis auf Brasilien. Brasilien wird es machen als Gruppenerster. Aber was danach passiert, Serbien, Schweiz, Kamerun, alles möglich. Alles möglich, sage ich euch auch hier wieder ehrlich. Serbien könnte Zweiter werden, Schweiz könnte Zweiter werden. Grüße gehen raus an meine Schweizer Freunde. Kamerun könnte auch Zweiter werden. Aber Brasilien aus meiner Sicht auch, ja, mit diesen Spielern, mit diesem Kader, so wie sie es zuletzt auch gespielt haben, aus meiner Sicht einer der Titelfavoriten. Die Brasilianer und die brasilianische Seite erinnert mich einfach immer an... Ja, so an die WM 2006 Zeit, so, wo ich das erste Mal so richtig als kleiner Junge, als kleiner Butschi so, ja, ins Sammeln gekommen bin, sage ich mal. Und das war das WM 2006er Stickerheft. 2006. Eder Militao. Marquinhos, ich bin aber auch hier eine Maschine, ne, das geht... Ratzfatz hier die Sticker einzukleben, abzuziehen und die sind alle, guck mal, die sind einfach alle perfekt drin. Das ist ja noch die Kunst dabei. Das ist die Kunst dabei, alle Sticker halt noch so drin zu haben. Casemiro. Hier und da geht mal einer minimal schief, aber da hängt jetzt keiner auf halb acht. Felipe Coutinho. Die Brasilianer sind ja auch schon beim Let's Collect, ja, komplett. Fabinho, Fred. Und dann geht's ab. Nach Lucas Paqueta geht's richtig ab. Dann geht's Schlag auf Schlag. Packs United. Ich habe gerade überlegt, ob ich Packs United 96 heiße oder Packs United. Aber ich glaube, Packs United ist es nur.
aber werdet ihr eh finden. Wenn ihr Packs Night eingebt, dann werdet ihr meine Videos da auf TikTok finden. TikTok. Da habe ich jetzt keinen Plan oder so. Ich lade einfach hoch dann meistens zum Wochenende Orakel-Videos so. Weil die funktionieren auf TikTok eigentlich auch ganz gut. Und so zwischendrin, wenn ich mal Bock habe. Ich habe sogar mal ein Flippers-Video gemacht, was bei RTL war. Wirklich, das Flippers-Video, wo ich Flippers gesungen habe, da so quasi, dass man einen Ohrwurm von Flippers hat den ganzen Tag. Das ist sehr viral gegangen. Und dann war ich mit diesem Flippers-Video auf RTL zu sehen. No joke, es ist keine Lüge. Ich habe sogar das Video dazu. Wie es auf RTL war. RTL Explosiv oder RTL.12 oder irgendwie sowas. Ich gucke ja kein Fernsehen mehr, aber mir wurde es berichtet. Mir wurde in die Kommentare geschrieben, ey Dennis, du warst bei RTL zu sehen. Und dann hatte ich nachgeschaut und es war wahr. Bruno Van Ansch war eigentlich eine ganz coole Geschichte. Aber RTL, ihr hättet ruhig auch mal Packs und Night erwähnen können. Frech. Anzeige ist raus, Kapi. Danilo Pereira. Moutinho, auch Portugal natürlich mit CR7. Ja, darf man nicht auf die leichte Schulter nehmen, könnte ich mir vorstellen, dass sie den WM-Pokal holen. Nochmal, was meint ihr, letzte Weltmeisterschaft für CR7 oder macht er nochmal eine? Bei ihm ist alles zuzutrauen. Ihm ist auch noch zuzutrauen, dass er eine Weltmeisterschaft mit 50 spielt. Ruben Neves. Zack, André Silva und dann sehen wir ihn schon. André Silva und dann sehen wir ihn schon und ihr habt mir versprochen, dass wir gemeinsam Sü sagen und da ist er. Chris Junge. Bing Bong und Chris ist perfekt drin. Chris geht nicht besser ins Heft. Chris, der passt nicht besser ins Heft. Jota und Gonzalo Guedes ist der letzte bei den Portugiesen. Und dann haben wir jetzt Ghana. Es nähern sich die letzten Sticker
von der letzten Nationalmannschaft Korea, wo ich die Sticker hier wieder mal eingeklebt habe. Stick aus der Gruppe H. Gruppe H sehr schwer einzuschätzen. Für mich müssen Portugal, Uruguay eigentlich weiterkommen, aber Korea, Ghana. Würde ich jetzt auch nicht unterschätzen wollen. Also, vielleicht erleben wir in der Gruppe H sogar eine Überraschung. Stellt euch mal vor, Portugal, Uruguay fliegen raus. Das wär's. So, die letzten Sticker von Korea. Ich zeige euch dann nochmal Uruguay. Uruguay hat auch einen starken Kader. Alleine schon wegen den Stürmern da vorne, die ich euch gleich zeigen werde. Heumin, der Denker und Lenker bei den Koreanern. Somit Korea hier auch kompletti. So, Uruguay hier mit Cavani, Nunez, Suarez, Valverde im Mittelfeld, überragender Mann. Hinten in der Abwehr, Jiménez, Godin, erfahrene Männer, im Tor Muslera, Ghana und Portugal hatten wir ja gemeinsam eingeklebt. Und man mag es kaum glauben, wir sind hier bei den letzten Stickern. Uruguay 1930. Und man mag es kaum glauben, ich tippt mal, pausiert mal jetzt das Video und schreibt in die Kommentare, wie lange ich gerade da sitze und Sticker einklebe. Ich sehe es ja genau vor mir, weil ich habe ja die Facecam vor mir, ich habe da oben die Kamera und ich sehe ja auf den Kameras, wie lange die Aufnahme läuft. Italien 1938. Ich verrate es euch in 3, 2, 1. Letzte Möglichkeit nochmal Stopp zu drücken und zu tippen, wie lange ich hier gerade aufnehme. Also jetzt nochmal Stopp drücken, kommentieren, Abfahrt, liken, Abo da lassen. Ich sitze seit 2 Stunden und 8 Minuten. Gerade jetzt 2 Stunden und 8 Minuten sitze ich da und klebe Sticker ein. Und es hat brutal viel Laune gemacht. Und ich glaube, es war die richtige Entscheidung hier, einen Zeitraffer hier und da bei den einzelnen Mannschaften reinzuknallen, weil wahrscheinlich habt ihr jetzt ein knackiges 30-Minuten-Video oder so. Ich weiß nicht, wie lange das Video geht, das seht ihr ja jetzt. Ich sehe es noch nicht, ich weiß es. Also wenn ich es hochlade, dann sehe ich es logischerweise. Oder wenn ich es fertig gemacht habe. Aber Standpunkt jetzt sehe ich es leider nicht, wie lange das Video geht. Boah, Alter, eigentlich ist da nichts abgegangen. Da ist mir der Sticker, da habe ich einen Schwächeanfall bekommen. Italien 1982. Italien 1982. Dann haben wir Deutschland 1990. Und dann haben wir das Heftige. Ich werde nochmal einmal von ganz vorne nach ganz hinten blättern. Und dann nochmal so einen kompletten Überblick zu geben. Ja, das ist dick, das ist schon. Das ist so dick geworden hier, das Heft, ne? Das war am Anfang so klein und es ist jetzt so dick geworden. 28. Spanien 2010 und dann der letzte Sticker Frankreich 2018. Zack. Und dann macht jetzt hier Bing Bong. Das war's. Heidewitzka. Krank, Alter. Kranker Scheiß, wirklich. Kranker Scheiß. Wir haben das Heft voll und das lässt sich gar nicht richtig zumachen hier. Weil es so dick ist. Also wir starten vorne mit den Logos. Wir machen weiter mit den Stadien. Wir haben begonnen mit Katar, mit der Heimmannschaft, dann in Gruppe A Ecuador, Senegal, Niederlande. Dann haben wir die Gruppe B mit den Engländern, mit den Iranern, mit den Amerikanern und mit den Walisern. Dann die Gruppe C Argentinien, Saudi-Arabien, Mexiko, Polen. Gruppe D mit den Franzosen, mit Australien, mit Dänemark und mit Tunesien. Die Gruppe E Spanien, Costa Rica. Der Weltmeister 2022, Deutschland, Japan, dann Gruppe F mit Belgien, Kanada, Marokko, Kroatien, dann die Gruppe G mit den Brasilianern, mit Serbien, mit Schweiz und mit Kamerun und die letzte Gruppe H mit Portugal, mit Grisch, mit Ghana, mit Uruguay, mit Korea und hinten die goldenen Timeline-Sticker der Weltmeisterschaften. Ich hab's, hier! Ich hab das Ding! Jubel! Leute, lasst ein Like, lasst ein Abo da, das war's. Geisteskrank.
Und wenn wir jetzt die 1000 Likes nicht schaffen, dann klebe ich nie wieder ein komplettes Heft ein. Da ich euch sowieso ist. Krank. GG. Ich bedanke mich und bis zum nächsten Mal. Wenn ihr jetzt auch die Sticker sammeln wollt, ihr wisst, wo ihr sie findet. Unten in der Videobeschreibung ist der Link zum Panini Online Shop. Ich bin raus. Tschüss.